Ja, hallo, liebe Nummerfreunde, ich bin's, der Tenchi. Und die Nummer 3 ist die magische Nummer, Leute. Und das werden wir heute als Mission machen. Wir müssen quasi 3 Produktionslinien aufbauen, die ja Stufe 2 Medikamente haben. Also ich stelle mir das jetzt nicht besonders schwer vor, um ehrlich zu sein. Aber anscheinend ist es verdammt schwer, wir werden es sehen. Beginnermission, Leute. Beginnermission. Sollte man vielleicht nicht vergessen. So, wir haben hier schon 2 Medikamente und die werden wir auch schön hochdrücken. Ionisierer. Krieg mal hin. Oh gut, wir müssen tierisch weit nach unten gehen, um den Ionisierer zu kriegen, aber dann sind wir schon auf Stufe 2. Antihistamine. Dissolver. Krieg mal hin. Müssen wir bloß ein bisschen nach oben gehen, dann haben wir das auch drin. Also keine Ahnung, was hier so schwer sein soll. Den können wir direkt schon auf Stufe 2 kriegen, sehe ich gerade. Dann machen wir auf 4, also 3 nach oben und dann der Dissolver und dann haben wir schon das nächste Medikament. Mal gucken. Um Geld zu kriegen, könnte man aber hier erstmal was. Ich mache erstmal, um Geld zu kriegen, machen wir den hier erstmal. Erstmal den hier, da kriegt man ein bisschen Money. Mal, wo breiten wir uns aus? Nach rechts, okay. Ja, die drüben, die Räume sind viel cooler irgendwie. Aber okay. Ja, da ist auch nochmal so ein Ding. Da holen wir hier raus, gehen da rein, da raus, da rein, da raus. Ja, weiß ich nicht. Okay. So, dann holen wir das jetzt raus. Was wollte ich damit machen? Ich wollte eins nach unten gehen. Wir machen hier, wir versuchen das ein bisschen schneller hinzukriegen. Ah. Naja, gut, ist nicht so schlimm. So, dann 2 Pilprinter hier hin. So rum. Und schon haben wir unser erstes Medikament, was uns ein bisschen Geld bringt. Dann sollte ich vielleicht schon mal anfangen mit Forschen. So. Einer da, einer da. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. Sehr schön. Dann haben wir schon das erste fertig. Produktion. Von mir aus lauf schon mal an. Ich kaufe mir das hier gleich dazu. Dann kommt hier jetzt das nächste Medikament. Und das wäre das hier. Und, ne, das haben wir ja gerade gemacht. Dann nehmen wir das hier. Und da würde ich jetzt schon darauf hinarbeiten, das Stufe 2 zu machen. Also gehen wir damit um 4 hoch. Nein, um 3 nach oben und dann mit dem Dissolver. Dann haben wir schon das nächste Medikamentstufe. Ich hoffe, also mittlerweile dürfte es ja nicht so schnell sein, weil wie ich jetzt hier spiele. Na, das könnte, nee, das ist nicht so, das kann nicht so schnell sein, Leute. Ja, Platzverschwendung würde der ein oder andere sagen, aber ich sag dazu nur, super mega gut gelöst. Kriege ich ja, wenn ich den Pillmaker hinkriege. Die ich natürlich nicht hinkriege. Okay, dann gehe ich doch wieder nach unten. Das wollte ich eigentlich ursprünglich so machen. Und ja, hier ist eh einer zu viel. Von daher ist mir der, kann der mir egal sein. So. Klack, klack. Wobei wir erstmal schauen müssen, wie das Medikament überhaupt aussieht, ich Idiot. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Erstmal schauen, wie das Medikament überhaupt aussieht jetzt. Okay. Moment mal. Doch, das ist das Richtige. Auf 4 muss ich hoch, das heißt um 3. Dann sind wir jetzt hier bei dem schon auf 3. 4 und dann durch den Dissolver. Sehr schön. Das Medikament hat keinen Namen bekommen. So, jetzt aber. Macht hoffentlich auch schon einen schönen Gewinn. Ja, 34 ist das ein guter Gewinn. So, was ist da jetzt hier raus? Mist, was ist jetzt hier rausgekommen? Und, jetzt müssen wir da hoch. Okay, da habe ich eine andere Idee. Wir werden erstmal damit Geld verdienen, würde ich sagen. Verdienen wir erstmal damit Geld. Und dann sehen wir weiter. So. Warten wir, bis die Forschung fertig ist. Dann müssen wir halt mit den, weil ja, der Platzmangel ist halt schon ein bisschen groß gerade. So, machen wir erstmal so. Und dann sehen wir weiter. Dann schämen wir weiter. So. So. Hier das Problem war bei dem ja nur Ionisierer. Der ist ja aber auch gleich fertig. Und dann können wir die Agglomeratoren und Ionisierer das ja auch noch hinkriegen, nehme ich mal an. Bin mir gar nicht sicher. Wir können ja schon mal die nächste Ingredienz hier. Was wäre das? Infektion. Also Painkiller wäre. Ne, Infektion ist Cold Prevent. Langsam merke ich mir. Okay. Sehr schön. Hier, Cold Prevent, okay. Warum nicht? Und ich habe... Ach, die Gegner haben ein Blutdruckmittel. Naja, ein Druckmittel. Das ist halt kein Problem.
Also Geld kriegen wir auf jeden Fall. Vielleicht mache ich auch einfach hier mehr Platz und dann haut das auch hin. Ach komm, hier. Was soll der Geiz? Wir haben doch das... Na, wir haben das Geld, würde ich gerade sagen. Aber so viel Geld haben wir leider noch nicht. Ionisierer ist immer noch nicht fertig. Also hier müssen wir quasi... Was habe ich gesagt? 3 nach oben, dann der Dissolver rein. Und dann müssen wir uns wieder richtig krass nach oben drücken. Baue ich die einfach wieder auf, die Kette, wie ich sie hatte? Was ist denn das Effizienteste, um hier so eine Kette aufzubauen? So, so, so. Es ist ja schon so, hier irgendwie sowas nach oben zu bauen. Na komm. Okay, ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt so mache, aber... Weil hier, man kann ja nicht mehr auf die Seite zurück. Außer man macht so und geht dann wieder nach oben. Na, der Platz hier ist ein bisschen... Weil hier kommt ja später auch nochmal was hin. Nee, machen wir es erstmal so. Ich weiß noch nicht, wie viel Platz ich hier drüben brauche. Dann machen wir es so irgendwie. Und dann muss ich... was war das? Nach oben muss ich drücken. Ne? Nach oben. Muss ich gleich nochmal schauen. So, habe ich ein bisschen Geldverlust natürlich jetzt. Was heißt ein bisschen? Ich bin gerade im Minus. Gar nicht gut. Aber ich will jetzt so schnell wie möglich. Ich bin so schnell wie möglich. So, ich muss 1000-fach nach oben. Scheiße, ich muss 1000-fach nach oben. Das gibt's ja gar nicht. Researchen wir mal kurz. Okay. Soll ich da echt mit Agglomeratoren arbeiten oder mit den normalen? Die normalen sind billiger. Ich mache mir die normalen. 1000-mal nach oben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die 1000-mal sind. Ich habe jetzt mal 4 gekauft. Ich muss um... Auf 11 muss ich kommen. 3 plus 7. Also 8 brauche ich. 8. Scheiße, Mann. Aber okay. 4 habe ich schon. Fünf, sechs, sieben, acht. Ah, nein. Ach, da wollte ich gar nicht hingehen. Okay, sehr schön. Ihr macht mir jetzt nochmal ein paar Punkte. Das wäre nicht schlecht. Damit wir die Dinge günstiger kriegen. So, das jetzt nach oben zu kriegen. Das wird ja sehr witzig jetzt. Das wird richtig witzig. Ich lach mich tot, wie Alf sagen würde. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie nach unten kommen. Aber man kann mit dem echt nicht nach unten gehen, so richtig. So vielleicht. Eng. Eng, alles sehr eng. Das ist totale Verschwendung vom Platz, was ich hier wahrscheinlich gerade mache. Da muss ich auf jeden Fall besser werden. Mal hier, sowas sieht geil aus. Sowas ist, na wohl, muss so sein. Und... Ne, das war's schon. Das war's ja schon. Ist ja kaum was, da war ja kaum was. Ja, ist ja wirklich auch wirkliche Platzverschwendung. Aber hey, wir haben ja vorhin gesehen, so viel Platz brauchen wir nicht. Das ist jetzt noch... Das ist halt Beginner, ne? Es ist halt Beginner. Da ist halt fraglich, ob man... warte mal. So. Da braucht man vielleicht nicht unbedingt so viel krassen Platz. Vor allem bei so einer Mission. Irgendwie... ich weiß nicht. Mal gucken, ob das überhaupt die Mission so ist quasi. So. Okay, dann geht das ganze Ding nach oben. Ich hoffe, dass es auch richtig so ist, dass es nach oben geht. Okay, und dann sollte das hoffentlich dann ein Medikament werden. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Sind wir bei 8, 9, 10, 11. Doch, haut hin. Okay, na, lassen wir das. Und hier machen wir mal, hier schließen wir mal einen Ionisierer an, um zu gucken, wie das aussehen muss. Wir haben immer noch einen richtig krassen Verlust, Leute. Das ist nicht schön. Gucken, was hier rauskommt. Ach du Scheiße, wir sind gleich im Minus. Wir haben gleich kein Geld mehr. Hä? Ach, Moment mal. Shit, das muss ja natürlich bei 0 bis 6 sein, muss das. Hahaha. Das heißt, ich muss erstmal auf 6 runter. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheibe, Kleister. Wir sind total im Minus. Wir nehmen mal einen Lohn auf. Ach, Tenchi. Ach, du Scheiße. Ich hoffe, dass das neue Produkt hier hinten, das dann hoffentlich bald mal fertig sein wird. Jetzt ist es gleich fertig. Dass das mal besser läuft. Dass wir mal ein bisschen was kriegen. Und ob das Medikament schon ist. So. K
currently supplying 0 products treating Level 2 Kurs. Ist das nicht Level 2? Müsste doch Level 2 sein. Hä, Minus mache ich damit? Ach shit, ich bin doch um 1. Oh Gott. Hä? Ich dachte 11. Habe ich mich echt verz... Oh oh. Oh, was ist das denn? Oh oh. Ha, ha, ha. Was ist hier los? Safe. Ganz schnell safen. Oh mein Gott. Seht ihr, das flackert alles ganz komisch. Ist mein Rechner gerade überhitzt oder was? Wie warm haben wir es denn gerade? 33,8, das ist doch keine Wärme. Shit, Leute. Ich habe mich echt verrechnet. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Okay, ich bin wieder da, Leute. Und ich sehe gerade, was mein Fehler war. Mein Fehler war, ich habe hier geguckt nach den Voraussetzungen, um es zu upgraden. Das Problem ist nur, er braucht 12 und nicht 11. Das heißt, ich müsste trotzdem noch um 1 nach oben drücken. Ach, Tenchi. So viel Geld verschwendet wieder. Vor allem Geld, es ist nicht gerade das, was ich habe. Viel Geld habe ich nicht. Das kriegt man eigentlich alles bestimmt viel enger hierhin gebastelt. So. Ach, geht so nicht. Verdammt. Verdammte Axt. Mal kurz wegschieben. So, aber. Okay. Wir haben also Mittel auf den Markt geworfen, was überhaupt kein Mittel ist. Klasse. Hier müsste man eigentlich viel enger was machen können. Ist auf dem Platz. Was für eine Verschwendung. Und vor allem hier, das wird ja richtig böse hier bei dem. Boah, ich muss auf 5 runter. Ne, Moment, hier auf 6 muss ich runter. Ich will aber noch Geld verdienen. Weil das geht ja mit 14 los, um auf 6 runterzukommen. Muss ich 8 mal nach unten. Aber mit dem geht das ja eigentlich ganz gut, mit dem runtergehen. Okay, dann machen wir das. Müssen wir schauen, ob wir den Platz finden. Ansonsten muss ich hier ein bisschen umbauen mit dem hier. Sollte aber auch machbar sein. So, also. Geldtechnisch wird gerade ein Problem, aber das kriegt man auch noch hin. So, wir hatten so nach oben und dann nach unten geht es ja ganz gut. Vielleicht kann man es auch andersrum machen, nach unten und dann nach oben. Ja, es wird nicht viel bringen. Also müsste ich eigentlich nach oben machen. 1. Und kurz mal schauen. Ja, ist kacke. 2. Das Problem ist ja, ich muss ja da auch wieder abschließen, obwohl ich kann da auch abschließen. Moment, das muss dahin. Ich muss auf 8 runden. Ach Gott. Ich werde hier umbauen müssen. Aber gar nicht so schlimm eigentlich. Das Umbauen dürfte auch so funktionieren. So. Noch das Mittel rausholen. Das ist das hier. Klack, klack, klack und klack. Dann kann ich nämlich hier was rausholen. Ein Mittel. Ein Mittelchen. Und zwar das hier. Dünn, dünn, dünn. Stopp. Und du holst uns jetzt das hier raus. Genau. Guck mal, wir haben noch ein neues Mittel. Mal gucken, vielleicht ist das ja sogar besser. 4 bis 8, das ist doch viel besser. Versuche ich es trotzdem mit dem? Weil ich gerade schon dabei bin, das zu machen. Ich würde, das ist eine Herausforderung. Ich probiere es trotzdem. Ist vielleicht nicht die klügste Lösung. Aber wir machen es einfach mal. So, das hier muss auch erstmal woanders hin. So, denn das hier kommt. So. 2. 3. 4. Und 5 mal nach oben, Leute. So, und wir müssen nach unten, übrigens nach unten. So, wir haben jetzt mal 14. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nach unten, da sind wir bei 9. Bei 9 sind wir. Da müssen wir jetzt noch 8, 7, 6. Nochmal 3 mal nach unten. Ja, und dann Ionisierer. Und dann müssen wir gucken, was dann da rauskommt. Deswegen habe ich das nämlich so gebaut. Dann kann ich jetzt hier 1, 2, 3. Ionisierer.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was das jetzt wird. Moment, 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 Moment. So. Ist auf jeden Fall eine lustige Line. Gefällt mir. Sieht schick aus. So, und dann schauen wir mal. Wir sind so im Minus, Leute. Wir sind so im Minus. Eigentlich müsste ich mal irgendwo mal kurz schauen, wie sieht es denn aus mit dieser Ingredienz hier. Die muss noch um eins nach oben. Das heißt, eigentlich könnte ich die hier irgendwie mit reinquetschen. Das kriege ich schon irgendwie hin. Import. Eins nach oben. So. Nur die Pillmaker sind ein bisschen problematisch. Ah. Pillmaker sind ein bisschen schwierig. Moment mal, ich habe irgendwas fertig. Neues Produkt. Sleeping Friend, yeah. Wo ist denn das jetzt? Das hier wahrscheinlich. Endlich mal. So, und hier ist er noch am Arbeiten. Ich muss hier nochmal kurz schauen. Ich würde das jetzt so machen. Die Printer sind ein bisschen problematisch. Hier komme ich lang. Ja, zwei Printer, das ist schwierig hier hinzuklatschen. Nee. Ich könnte auch da oben rausgehen. Ja, machen wir es so. Den drehen wir wieder. Also quasi, ich will eigentlich nur ein bisschen Geld irgendwie abschöffeln. Irgendwo muss ja Geld herkommen. So, und du gehst jetzt nach oben raus. So, und du gehst dafür hier raus. Okay, sehr schön. Ein bisschen vorspulen. Vor allem, haben wir jetzt eins von zwei? Nein, wir haben nur noch... Hä? Warte mal, Level 2, ne? Wir sind jetzt hier. 1. 2. Das wäre doch 3 hier. Oder wollen die 3 haben? Ist das hier 0, 1, 2? Das kann nicht 0 sein. Ah, ne, doch. Subline 1 Product. Treating Level 2. Okay. Jetzt hat es geupgradet. Okay. Sehr schön. Also eigentlich eine einfache Mission, wenn man natürlich so schnell wie möglich das abschließen will, so wie ich. Und dadurch dann natürlich sein ganzes Geld und so ein Scheiß. Vernachlässigt, ist ein bisschen blöd. So, was kam jetzt hier raus? Oh, wir müssen bloß noch 2 nach oben. 2 nach oben, dann könnten wir doch hier noch rauskommen. Das kriegt man hin, Leute. Kriegt man hin. Und wir müssen ja noch Pillprinter hinkriegen. Das heißt, die müssen hier sein. So. Dann muss ich hier noch 2-mal nach oben kommen. Entweder ich mache jetzt einen Agglomerator. Oder ich versuche es damit. Kriege ich jetzt 2 Stück rein? Hier kriege ich einen rein? Na klar, kriege ich jetzt 2 rein. Locker. Okay, so locker war es jetzt nicht, aber... Mal kurz schauen. 1, 2, 3. Hahaha. Ich muss 3-mal hoch. Kriege ich aber auch hin. Geil. 1, 2, 3. Und in die Printer. Und schon haben wir das zweite Mittel. Nice. Ich werde immer besser in Tetris spielen. Sehr schön, gefällt mir. Ja, natürlich gibt es da wieder Nebenwirkungen, aber hey, den würde man durch einen Agglomerator... Oh, hätte ich einen Agglomerator verwendet, dann wäre die Nebenwirkung weg. Oh, Tenshi. Wir stoppen das Ganze nochmal. Die speichern wir uns jetzt erstmal hier hinten irgendwie. Weil der Agglomerator, der ist ja perfekt dann für die ganze Sache. Weil der die Nebenwirkung wegmacht. Wir sind... Warte mal. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Oh nein. Nein, jetzt kommt wieder so ein Bug. Gibt's ja gar nicht. Was ist hier los? So. So, der ja. 0 bis 5. Wir sind ja bei 0 bis 5. Perfekt. Agglomerator, du bist unsere Hellrettung. Ah, wird nur ein bisschen knapp. Machen wir einfach so. Perfekt. So, den lösche ich noch schnell. So. Oh yeah, Nebenwirkungen sind jetzt kein Problem mehr. Das heißt, wir kriegen hoffentlich immer wieder Geld, denn
Geldtechnisch sieht es nicht besonders gut aus bei uns. Nicht besonders rosig, nicht besonders gut. Was haben wir denn hier? Plus 52 bloß, okay. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, und das werden wir jetzt ändern, dass wir die hier vielleicht mal upgraden sollten. Die kosten ja auch einen Haufen Money. Und dann vielleicht noch hier ein bisschen Produkt upgraden, sehr schön. Und dann können wir hier, Agglomerator haben wir jetzt auch schon einen im Einsatz. Und Ionisierer haben wir, glaube ich, auch schon. Machen wir ein bisschen mehr Gewinn. Vor allem gerade bei der Produktionsline sollte man eigentlich ein bisschen mehr machen als 55. Weil überall jetzt 1 Dollar weniger. Das sind 10 Stück oder so. Dann sind wir bei, naja, 65 oder so. Das ist auch nicht die Welt. Und das Medikament wird auch tierisch teuer werden. Na, wird knapp. Noch ein Banklohn. Weltraum Angina Away. Angina Away, das klingt gut. Das Produkt hat auch eine 125. Das ist gut. Das Problem ist, wir brauchen, um eine neue Produktionsline aufzubauen, theoretisch dann hier noch ein bisschen mehr Platz. Beziehungsweise können wir mal kurz schauen. Was braucht denn das, um abgegradet zu werden? Ein Agglomerator. Müsste aber nochmal um 1 nach oben. Da ist der Platz hier natürlich ein bisschen beschränkt. Außer ich schaffe es hier noch ein bisschen enger zu bauen, was schwierig wird, glaube ich. Das wird, glaube ich, schwierig, hier ein bisschen enger zu bauen, weil ich einfach zu blöd bin dafür. Wobei, warum habe ich denn das hier so gebaut? Hier hätte ich mal einen Platz nach unten schieben können. Ja, aber es ist platztechnisch schwierig. Ich glaube, da muss ich tatsächlich nochmal eine Bank aufnehmen. Müssen wir machen. Minus, aber passt. So. Wir haben jetzt noch 365.000. Da können wir jetzt eine schöne neue Produktionsline aufbauen. Hier zum Beispiel vom Platz her ein bisschen eng. Der ist aber auch nicht gerade besser. Dann nehmen wir mal die Länge. Wir nehmen mal in die Länge. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal dieses schöne Produkt, das neue. Und werden das schön nach oben treiben. Wir müssen dafür um 2 nach oben. So. 2 nach oben kriegen wir hin. 1, 2. Dann schmeißen wir das durch einen Agglomerator. So. Okay. Und dann sehen wir weiter. Weil kann ich den nicht irgendwie... Ja, ist irgendwie besser, das so zu machen. Ja, schön, ja, schön. Dann haben wir doch schon. Dann ist es, also, ja... Ich muss ihn jetzt bloß noch schnell hochkriegen. Das Geld ist bei der Mission total nebensächlich. Ich muss ihn nur schnell hochkriegen auf Level 2, den verkaufen und schwupps ist fertig. Dann haben wir das Level geschafft. Und das schaffen wir jetzt in der Folge noch. Das schaffen wir in der Folge noch. Hoffe ich. So, guck mal rein. Abgesehen davon, dass hier wieder dieser Bug ist, warum auch immer jetzt immer dieser Bug kommt. Ha, wir müssen jetzt noch um... Was sind das? 12... 8, 9, 10, 11, 12. Was sind das? 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5 nach oben. Dadurch, dass wir jetzt eh nicht aufs Geld achten, ist mir das jetzt egal. Wir werden jetzt hier Agglomeratoren hinbauen. 3. Und wir sind drin. Ja. So. Das ist doch so. Ja. Dann noch schnell... 2 Printer. Habe ich nicht noch irgendwie Printer? Ne, habe ich nicht auf Lager. Ja, und dann war es. Also die Mission... Also deswegen bin ich ja gerade so am Durchrattern, weil die Mission ja eigentlich in dem Sinne doch einfach ist. So, das ist Kur 2. Wird gleich verkauft und schon haben wir es geschafft, Leute. Und das in den 25 Minuten. Krass. Easy, Leute. Easy. Ich hoffe, das war ich jetzt nicht zu schnell. Ja. Und ja, ich habe ein bisschen beschissen gespielt, muss man ja sagen. Zweimal eine Banklohn aufgenommen. Ja, aber ich wollte ja bloß das jetzt sehr schnell beenden. So, und damit sind wir bei den Beginnern, ja, Missionen durch, Leute. Ihr könnt quasi nicht denken, dass ich hier bei den Intermediate oder Advanced dann auch wieder Master schaffe. Das glaube ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das glaube ich nicht. So, dann werde ich aber, glaube ich, fürs nächste Mal, werde ich mir alle angucken und dann... schaue ich einfach mal, was ich davon gerne spielen würde. With combined value per sale. Was? Ach du Scheiß, das ist ja schwer. Man muss 3 Produktionslevel machen mit verschiedenen Krankheiten. Die verschiedene Krankheiten machen, genau. Und die muss aber 300 Dollar wert sein. Krass. Dicker als den Water, also dicker als Wasser.
Supply 22 Combat Sickle Cell Anemia Treatments. Das ist bestimmt so eine Cure-3-Methode oder so. Not for profit. Attainable Profit. Attainable Ration Profit. 200.000. All Products of B. Minimum Cure Rating across all Products of B. Okay, ich muss also alle auf B bringen von der. Oh Gott, es wird schon interessanter hier. 250 Reduce Anxiety Treatments, okay. Ja, wird interessant. Das ist hier einfach so spielen. Ich glaube, das werden wir das nächste Mal, glaube ich. Das machen wir das nächste Mal. Einfach nur Profit machen in 12 Jahren. Ich glaube, ab jetzt werde ich mich vielleicht nicht mehr so um das Master kümmern. Ja. Außer vielleicht, wenn ich sehe, dass ich es schaffen kann. Aber ansonsten werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Weiß ich nicht, muss nicht unbedingt. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.